Wittert, erste Frage immer vorab. Ist das Team fit? Geht's allen gut? Alle sind gesund und alle wirken sehr konzentriert und kann eigentlich losgehen. Was muss heute passieren, damit es nicht wie letztes Mal wieder eine knappe Niederlage wird? Ja, wir haben ja hier in Ulm schon mehrmals jetzt gewonnen dieses Jahr und es ist immer gut, dass man das weiß. Und die Ulmer werden aber mit sehr viel Selbstvertrauen spielen und wir dürfen uns nicht von der schnellen Spielweise der Ulmer anstecken lassen und überhastet im Angriff abschließen. Sie werden sicherlich einige verrückte Würfe treffen, jetzt auch mit dem Publikum im Rücken. Wir müssen trotzdem unser Spiel spielen und auf unsere Chancen warten und da werden sicherlich einige kommen. Das ist jetzt das dritte Spiel in sechs Tagen, fünf Tagen so genauer gesagt. Spielt Fitness jetzt langsam eine Rolle? Ja, Fitness ist ja in den Playoffs sowieso ein ganz wichtiger Bestandteil und deswegen ist es gut, dass wir so eine tiefe Rotation haben und ich glaube, dass wir wirklich gut, physisch gut drauf sind und die Voraussetzungen eigentlich ganz gut sind für dieses Spiel. Also wie geht's aus? Ich glaube, dass wir gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen, wenn wir halt unser Spiel spielen und ich glaube auch, dass wir heute den Sack zumachen.